So, Scheiben sind drin. Muss man sich ein bisschen an gewöhnen, ist irgendwie hier noch ein bisschen. Ich muss mal gucken, ob ich hier irgendwo noch eine Folie vergessen habe oder sowas. Aber es fühlt sich nicht so an. Naja, auf jeden Fall werde ich das Ding gleich anschalten. Dann seid ihr wieder dabei. Yippie! Tada! Im Backofen ist übrigens schon der Teig am Gehen. Und dann gibt es gleich Dogs, heiße Hot Dogs. So Leute, jetzt kommt der große Moment. Ich habe das Gerät erstmal nur auf 70 Grad eingestellt, um mal zu gucken, was passiert. Stecker sitzt drin, Wasser ist drin. Ah, hier die eine Scheibe, die sollte nochmal andersrum eingesetzt werden. Dann machen wir das auch so, zack. Wo mir das so besser gefallen hat. Vor allem, weil es hier besser abschließt. Naja, gut. So. Jetzt sind wir auf jeden Fall da. Von vorne kann jetzt der Kunde natürlich gucken. Also der Kunde seid in dem Fall ihr. Check, was passiert. Und jetzt gehen wir auf On. Weg. Siehe da, amerikanisches Produkt. Es ist nichts explodiert. Sieht schon mal geil aus. Vorne ist auch noch ein bisschen was mit heißen Hotdogs drauf hier. Sieht man hier so. Und ja, am besten ist natürlich hier dieser Zangenhalter. Ne? Das ist schon mal der Hammer. Die Zange kommt natürlich aus Indien, ist klar. Ne? So. 2 Minuten 43, dann kann ich mich um den Teig weiter kümmern. Und ja, das war's erstmal. So, man sieht, da setze ich jetzt ein bisschen Dampf an der Scheibe ab. Also es läuft langsam warm. Ich habe auch ein bisschen höher gedreht. Ich denke mal, erste Mal ist ja nicht verkehrt, wenn es ein bisschen wärmer wird. Oh, boah. Jetzt habe ich mir hier darauf erstmal einen kleinen Brand gegönnt. Ne? Und dann sagen wir mal, Prost. Moment. Prost auf das neue Hotdog-Gerät und auf die leckeren Hotdogs. Super, freue mich total. Das wird eine coole Aktion. Sieht auch geil aus, oder? Prost. So, das ist jetzt der Mannteich. Den werde ich jetzt nochmal falten und dann werde ich den in 8 verschiedene Teile unterteilen. Und dann müssen die nochmal 40 Minuten ruhen und dann geht es in den Backofen bei 200 Grad für circa 14 bis 16 Minuten. Jetzt haben wir hier so eine schöne Bäckerkugel. Und wie gesagt, die kommen jetzt gleich hier drauf, die Buns. So, diese Jungs, die lassen jetzt nochmal 40 Minuten gehen bei 30 Grad. Und dann lege ich jetzt ein Handtuch drüber und dann kommen die nochmal in den Backofen bei 30 Grad. Ja. Ja, gut, ich bin ja kein gelernter Bäcker, ne? Aber das wird schon was, wenn das so ein bisschen kommt. Jetzt hoffe ich zumindest. Ich mache es ja nicht zum ersten Mal. So, ich habe das Gerät jetzt mal auf Vollast gestellt. Da unten brodelt das auch schon so ein bisschen rum. Jetzt mache ich mal auf und lege mal so meine Pölse ein da. Ja, kann man das anpacken? Ja. Geht so, ne? So, nehmen wir mal die Pölse. Natürlich original, wie heißt es hier? Dänische. Die legen wir jetzt einfach mal in den Dampf. Boah, 45 Stück kann man damit gleichzeitig machen. Das ist doch der, das ist schon mal der Hammer. Hotdog Party. So würde ich das nennen. Yeah. So, das sind die selbstgemachten Buns. Die hauen wir jetzt für 14 bis 16 Minuten in den Backofen. So, die Einstellung ist jetzt 16 Minuten, 190 Grad runtergefahren, Umluft. Können wir einmal reingucken, so sieht es aus. Ja, dann warten wir mal, was passiert. Ich denke, wenn die Buns fertig sind, sind die Röttpölse auch fertig. So, meine Gürkchen habe ich hier schon zum Abtropfen hingelegt. Das hier vorne sind original dänische oder schwedische. Und das hier, das ist die deutsche Variante, die German-Variante von Kühne. Ja, darf man ja erst nicht sagen. Hier sind meine Röstzwiebeln.
die ich auch wieder hier schon schön eingeschweißt habe mit meinem Vakuumiergerät, also Kammervakuumiergerät, das geht super. Die Wurst steht definitiv unter Dampf, wenn ihr das hier seht. Löp, wird was. Leute, jetzt guckt euch diese Goldengel an, stellen wir hier aus. Die müssen jetzt natürlich noch abkühlen. Boah. Halleluja. Hier kommt ja. Guckt euch das an. Das nenne ich Fans. Oh, das ist was anderes als diese selbst gekauften. Das ist der Hammer. Oh, und das Blech ist heiß, das Blech ist heiß, das Blech ist heiß. Boah, guckt euch das an hier. Wahnsinn. Ja, war schon mal wieder spitzenmäßig. So muss das sein. Danke, Edith, nochmal. Danke, danke, dass du mir dieses Gerät geschenkt hast. Inspiration, weil wir haben ja schon so viele Geräte. Aber weißt ja, es geht immer wieder was Neues. Mua. Okay, Leute, für den letzten Shot hier muss ich doch noch meine GoPro rausholen, weil ich kann ja schlecht hier so einen Hotdog befüllen und gleichzeitig mit dem Handy filmen. Das geht nicht. Ich habe es mir heute leicht gemacht. Check. So, wir holen jetzt mal von draußen so ein Band rein. Bis gleich. So, jetzt haben wir unser iPhone natürlich wieder dabei als Freund. Das machen wir mal hier. Und was sehen wir hier? Na, geht eigentlich. Ist nicht zu feucht. Jetzt kommt hier das Band rein. Und das wird jetzt gedämpft. Klappe zu, Affe tot. Ich würde mal sagen, lasse ich jetzt so eine 3-4 Minuten da drin. So, die GoPro ist jetzt gerade 6-mal hier runtergefallen. Ja, weil das hier so ein bisschen so. Boah. Butterzart. Dann kommt so ein Pölzer jetzt gleich dazu und ich schalte jetzt einfach mal um. In der Hoffnung, dass das Ding nicht wieder abfällt. Wir werden es sehen. Seht ihr, Leute? So ist das. GoPro, Dings, fertig. Jetzt hole ich das Band. Jetzt haben wir hier unsere zwei sagenhaften Bands. Ne? Die sind ja schon mal super. Jetzt werde ich das hier aufschneiden. Und zwar sehr, sehr vorsichtig. Die braucht man eigentlich gar nicht mehr steamen, die sind schon so perfekt eigentlich. Aber wir wollen unser Gerät ja ausprobieren. So, und dann müssen wir einfach, wie heißt es, da durch. So, guckt es an. Wenn ihr es riechen könntet, Wahnsinn. Sieht super aus. Na, das sieht ja ganz gut aus. Jetzt werden wir mal unser Band nehmen. Durch das leichte Dämpfen, boah, total zart. Und Leute, dieser Teich, der schmeckt nicht so eklig wie dieser Brioche-Teich, weißt du. Und so, dieses ganz, ganz Süße. Das ist nämlich schon mal ein extremer Vorteil. So, und endlich kriege ich auch was zu essen. Jetzt kommt das original dänische Red Pölzer da rein. Und das Ganze mache ich erstmal Freestyle. Das heißt hier ein schöner, gelber, amerikanischer Senf. Schön. Ups. Irgendwie war das klar, dass es entgegenspritzt. Das ist jetzt ein süßer dänischer.
Den nennen die French. Was auch immer. Ja. Dann, was gehört rein? Auf jeden Fall eine Remoulade. Ne? Das wird so ein richtiger dänischer Hotdog. Boah. Ich kann es jetzt schon rausspritzen sehen. Und natürlich Ketchup. Ist klar, der auch schon so rausspritzt. Sabba, sabba. Oh nein, ne? Guckt euch das mal an hier. Leute, was für ein Desaster. Und wenn er rauskommen soll, kommt er nicht. Ja. Schöner Hotdog sieht anders aus. Aber egal. Ist ja erst Nummer 1. Boah, nee, ne? Guckt euch das mal an. Überall ist das Gedöns. Das war nicht so geplant. Ganz bestimmt nicht. Jetzt kommt meine die Zwiebeln da drauf. Gut. Und wir nehmen als erstes mal die original dänischen oder schwedischen Gurken. Wow. Freue ich mich so drauf. Total geil. Ach komm, eine noch. Und weil wir ja noch gar nichts drauf gehabt haben, nehme ich das Gedöns hier auch noch. Das ist wieder... Ah, das, nee, das ist die Original-Remoulade und das war für French, wo die Würstchen im Brötchen sitzen. Nur so einen kleinen Spritzer oben drüber. So, check. Und weil ich mir was überlegt habe, weil das immer in einem Desaster endet, bin ich einfach, habe ich gesehen, es gibt noch diese alten Pommes-Tüten. Da packt man so ein Ding jetzt rein. So. Schon hast du eine exzellente Unterlage. Alles Gedöns geht nach hinten weg, nimmst so eine kleine Gabel dazu und fertig. Liebe GoPro, bevor du jetzt wieder abfällst, du kannst ja nichts dafür, aber schaut euch das an hier. Boah, das nenne ich mal einen richtigen Dog, Pölser Dog. Mmh. Selbstgemachten Bann. Boah. Und nicht einmal gesabbert. Das war die Einführung. Ja. Boah, muss ich mal reinbeißen. Hm. Hm. Das Backen hat sich gelungen. Boah, nee, ne? Boah. Sehen wir uns das. Tschüss. Holy Munter.